Michi Berlack, 2:0-Sieg gegen Grünau und vor allem beeindruckend dein Tor zum 2:0 nach einer herrlichen Einzelaktion, ein herrliches Solo. Momentan macht es einfach, glaube ich, jedem Beteiligten Spaß da. Ja, das stimmt. Momentan spielen wir, glaube ich, einen sehr guten Fußball und da macht es natürlich irrsinnig Spaß, wenn der Ball läuft und ein paar Dinge aufgehen. Nicht ganz aufgegangen ist dann dein Weitschuss, der an die Innenkreuzeck-Lattenstange gegangen wäre. Das wäre wahrscheinlich dann noch das Sahnehäubchen gewesen heute auf deiner Leistung. Ja, dann hätte ich aufhören müssen, weil von so weit weg habe ich noch nie ein Tor geschossen und das gehört sich einfach nicht. Okay, dann sind wir froh, dass du nicht getroffen hast. Schon mit Tom Hofer gesprochen. Wattens hat heute in Dornbirn verloren. Dornbirn empfängt uns dann nächste Woche. Also das wird dann wieder eine harte Aufgabe, sage ich mal. Das wird eine richtig harte Nuss. Die sind, glaube ich, auch recht gut drauf. Und vor allem bei einer daheim wird es eine irrsinnig schwere Partie. Aber wenn wir weiter so konzentriert spielen, ist da alles möglich. Überhaupt jetzt zwei richtungsweisende Partien. Zuerst auswärts in Dornbirn und dann hier in zwei Wochen der große Schlager, kann man so sagen, gegen Wattens. Absolut. Das sind zwei extrem wichtige Spiele, wo man aber extrem viel ausholen kann. Wenn wir die positiv gestalten, dann sind wir ganz dick da. Okay, dann schauen wir, wo wir in zwei Wochen stehen. Danke, Michi. Steff, die Austria spielt momentan nicht nur irgendwie erfolgreichen und attraktiven Fußball, sondern ist auch hinten sattelfest. Du hast bislang nur einmal hinter dich greifen müssen, das war in St. Johann und das war eigentlich ein 1000-Gulden-Schuss. Also bist du eigentlich der Leidtragende von der guten Leistung, sprich, ist der eigentlich total fad schon momentan in den Spielen? Nein, fad ist man nicht. Ich habe das in einer Fahrt gehabt, dass ich eigentlich nicht viel zum Tor gehabt habe. Das ist das Tor immer schwierig, weil es dich halt nicht oft zum Auszeichnen hast, aber ich kann mit dem eigentlich ganz gut umgehen. Ich spiele eigentlich gern bei einer besseren Mannschaft und gewinne öfters, wie wenn ich bei einer schlechten Mannschaft spiele und mehr zum Tor kriege. Also ich bin eigentlich mit dem recht zufrieden und mir macht das auch Spaß von hinten, wenn man sieht, dass die so einen attraktiven Fußball, also dass wir so einen attraktiven Fußball spielen. Aber man sieht eben trotzdem ein bisschen Fahrt, weil du versuchst dann noch die Zeit ein bisschen mit ein paar Spielereien totzuschlagen, oder? Das macht auch Spaß scheinbar. Ja, ich war halt nicht notwendig, war, hätte ich nicht machen sollen, weil es ein bisschen eine Unruhe reinbringt. Aber das habe ich eigentlich immer schon gehabt und ich kann mir fast eigentlich nicht abgewohnen. Aber ich probiere eh, dass ich es minimiere. Aber ab und zu kommt es halt doch wieder raus, dass ich irgendeinen Blödsinn mache hinten. Weil seid ihr vergönnt, wenn es weiterhin zu Null steht. Der Michi Reitsch hat in Innsbruck gesagt, auf die Abwehrleistung angesprochen, der Angreifer ist eigentlich schon der erste Verteidiger. Irgendwie scheint dieses System sehr gut zu funktionieren. Ja, das stimmt auch so bei uns. Also bei uns, gerade wie es in Innsbruck war, ich glaube, da hat es nicht 3 Sekunden gedauert, dass wir den Ball wieder gewonnen haben. Und das ist eigentlich das Rezept, was wir spielen wollen, dass wir sofort wieder in den Ballbesitz kommen. Und das funktioniert zurzeit auch sehr gut. Also da hat der Michi nicht Unrecht, dass der Marco eigentlich unser erster Verteidiger ist. Und die Sachen machen eigentlich die 10 vor mir sehr gut. Schon mit Michi gesprochen, momentan macht es einfach nur Spaß, kann man sagen. Gell? Stimmt, ja. Also es kann immer so weitergehen. Es wird sicher nur schwierigere Partien kommen, aber ich glaube, in den Partien, die wir jetzt gespielt haben, da wo man die Punkte eigentlich machen soll oder muss, haben wir uns, glaube ich, sicher viel Selbstvertrauen für die großen Mannschaften geholt. Genau, weil die schweren Partien kommen jetzt gegen Dornbirn und dann gegen Wattens. Dafür alles Gute. Danke. Tom Hofer am Tivoli noch Fußball-Feinkost. Die Innsbrucker wurden tatsächlich mit Haut und Haaren gefressen. Könnte man salopp sagen, heute hat es eher ein bisschen nach Restelessen ausgeschaut, aber es hat trotzdem gereicht. Ein sicherer 2:0-Sieg und der eigentlich nicht wirklich gefährdet war zu keinerlei Zeit. Nein, weil Grünau eigentlich im Prinzip nicht ein Torschuss gehabt hat, 90 Minuten und sehr destruktiv gespielt hat. Selbst noch ein 2:0 sind sie nicht rausgegangen. Da habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass wahrscheinlich mit dem Ergebnis zufrieden sind, dass sie nicht zu hoch verlieren. Ja, mit dem müssen wir umgehen können, das müssen wir lernen. Trotzdem denke ich, die Serie ist beeindruckend. Wir haben in 7 Spielen ein Gegentor gekriegt, wir lassen nichts zu. Wir gewinnen unsere Spiele, Chancen haben wir gehabt. Die Tore waren, vor allem das zweite Tor war unglaublich, Aktion von Berlag Michi. Und ich glaube, wir können jetzt einmal wirklich noch fast am Viertel von der Meisterschaft mehr als jetzt zufrieden sein. Wattens heute ja in Dornbirn, die haben 3:0 geführt, haben schlussendlich noch 3:4 verloren. Schlecht, sie sind in guter Form, wir müssen nächste Woche dorthin. Gut, Wattens hat auch Punkte lassen.
Ja, ich denke, wir schauen jetzt überhaupt nicht nach hinten. Wir konzentrieren uns nur auf uns selber. Momentan haben wir einfach eine super Phase, die müssen wir ausnutzen. Wir schauen auf uns, wir sind auf uns fokussiert und was hinter uns passiert, interessiert uns momentan eigentlich überhaupt nicht. Du sprichst jetzt an, wir schauen nicht nach hinten. Weil, warum tun wir das nicht? Weil wir sind weiterhin Tabellenführer und es ist immer noch ein schönes Gefühl, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube einfach, wenn man heute wieder gesehen hat, wie die Mannschaft spielt, mit welcher Leidenschaft. Wir haben, glaube ich, gefühlte 80% Ballbesitz gehabt. Aber man sieht jetzt einfach, dass wir brutal gut arbeiten gegen den Ball. Vor allem, wir spielen unglaubliches Pressing. Muss man auch sagen, das ist auch von Dienst von meinem Trainerteam, die was einfach unglaublich gute Arbeit leisten. Der Tormann eben, der Steffi, ist in überragenden Form. Ist ganz klar, in Tomi Klochan sein Verdienst. Die defensive Arbeit hat auch Gegenteil gekriegt. Arbeitet Christian sehr, sehr viel mit einer. Die sind einfach Personen, die was zu wenig im Fokus stehen. Die leisten eine tolle Arbeit. Wir sind ein super Team. Die Mannschaft ist überragend momentan und deswegen ist auch der Erfolg da. Und die 1B will es scheinbar der Ersten nachtun oder nachmachen. In der Halbzeitpause haben sie den Triemelkampf schon mit 7:1 geführt. Dort unter anderem ja heute auch der Simon Sommer im Einsatz. Ja, ist natürlich erfreulich, weil da einfach auch von uns Spieler dabei sind und auch Spieler jetzt dabei sind, die was jetzt seit einigen Wochen mit uns mittrainieren, die drei Jungs, dass die werden auch im Training immer stärker und sie langsam greift das Ganze, sie versteht das. Und wenn dann natürlich die es in die 1B übertragen können, dann wird die auch über kurz oder lang Erfolg haben, nach einem holprigen Start. Und das ist eigentlich das genau das, was wir erreichen wollten. Wunderbar. Momentan macht es einfach nur Spaß, Austrianer zu sein. Danke, Tom.